Es gibt neue, extrem spannende Informationen über das iPhone 15. Apple hat mittlerweile eigentlich schon selbst zugegeben, dass sie ihr Mixed Reality Headset zur WWDC 2023 vorstellen. Und der M2 Ultra Chip ist zum allerersten Mal aufgetaucht. Das und noch etwas mehr erfahrt ihr in diesem Video. Bevor wir zum iPhone 15 kommen, jedoch noch ein ganz kurzes Wort zum iPhone 16, was ja nächstes Jahr erscheinen soll. Und hier gibt es neue Gerüchte darüber, dass sich das Kamera-Layout bei den normalen iPhone 16 und iPhone 16 Plus Modellen wieder verändern soll. Und zwar zu einem ähnlichen Design, wie wir das vom iPhone 12 kannten. Also so, dass die Kameras untereinander positioniert sind und eben nicht quer angeordnet sind. Warum macht Apple das Ganze? Nun ja, vermutlich nur aus einem einzigen Grund, so dass man die iPhone-Modelle einfacher voneinander unterscheiden kann. Das klingt zwar ein bisschen lächerlich, aber ja, so möchte Apple einfach sicherstellen, dass jeder, der ein neues iPhone kauft, so auch auf der Straße erkannt wird. Was das iPhone 15 angeht, sind nun jedoch Informationen durchgesickert, die bestätigen, dass das neue iPhone 15 bzw. alle iPhone 15 Modelle mit dem neuen SHE 2 Standard ausgestattet werden sollen. Und wir haben ja bereits vor einiger Zeit darüber gesprochen, dass der neue SHE Standard MagSafe unterstützen soll. Und das mit 15 Watt. Was bedeutet das jetzt für das iPhone 15? Nun ja, eine Sache scheint festzustehen. Wenn das iPhone 15 tatsächlich den SHE-Standard unterstützt, dann werden alle SHE 2 zertifizierten Ladegeräte das iPhone 15 mit 15 Watt aufladen können. Denn 15 Watt ist der normale Standard von SHE 2. Und das bedeutet, dass man, wenn man sein iPhone 15 dann über diesen neuen SHE-Standard aufladen möchte, das mit 15 Watt tun kann, ohne ein original MagSafe-Ladegerät zu verwenden. Aktuell ist es ja so, dass man nur mit den original MagSafe-Ladegeräten sein iPhone mit 15 Watt aufladen kann und mit allen anderen Ladegeräten, selbst wenn die Magnete für MagSafe unterstützen, ist es halt maximal mit 7,5 Watt möglich und das wird sich auf jeden Fall ändern, wenn Apple den SHE 2 Standard unterstützt, denn dann werden alle Ladegeräte, die eben diesen Standard unterstützen, sein iPhone mit 15 Watt aufladen können und das ist alles in allem sehr gut, denn die normalen MagSafe Ladegeräte, die wirklich made for iPhone zertifiziert sind, sind aktuell einfach deutlich teurer als die, die das nicht sind und dadurch dürften all diese Ladegeräte etwas günstiger werden. Kommen wir zum Apple Mixed Reality Headset und warum ich glaube, dass Apple mittlerweile offiziell verkündet hat, dass dieses zur WWDC 2023 vorgestellt wird. Nun ja, es ist am Ende relativ simpel. Apple hat mittlerweile die Einladungen zur WWDC verschickt. Das heißt, das Ganze wird wieder in Cupertino stattfinden und einzelne YouTuber und Journalisten und Experten in verschiedenen Bereichen werden hier immer live dazu eingeladen. Und nun ja, es wurden einfach extrem viele Experten aus dem Bereich VR eingeladen. Und warum zur Hölle sollte Apple das tun, wenn das neue Headset nicht zur WWDC vorgestellt wird? Die gehen ja vermutlich nicht dorthin, um sich das neue 15 Zoll MacBook Air anzuschauen. Was das Apple Mixed Reality Headset angeht, bin ich persönlich ja am meisten darauf gespannt, welche Anwendungszwecke es erfüllen soll. Wir kennen ja mittlerweile die Herangehensweise von Facebook, aka Meta, die quasi ein neues Metaverse erschaffen wollten, in das man über diese VR-Brillen einfach komplett eintauchen kann. Und nun ja, die Verkaufszahlen gehen zurück und die meisten Firmen wollen auch nicht mehr so wirklich in genau diese Idee investieren und deswegen ist es natürlich spannend zu sehen, was sich Apple vorstellt. Und wie es aussieht, ist die Philosophie von Apple eben nicht, dass man für längere Zeit in eine komplette virtuelle Realität eintauchen kann, sondern es soll eben mit diesem Mixed Reality Headset möglich sein, Unterstützung im Alltag zu bekommen. Insbesondere zu Beginn für professionelle Anwender, sei es in Meetings, für die Videoproduktion und so weiter und so fort. Man soll einfach einerseits die Möglichkeit haben, in eine virtuelle Realität für kurze Zeit einzutauchen, um darin effizient zu arbeiten oder mit Leuten zu kommunizieren. Oder man soll ja auch die Möglichkeit haben, über einen Drehregler quasi von der VR-Welt in eine AR-Welt wechseln zu können. Dadurch wird dann auf den Kameras in dem VR-Headset quasi die Außenwelt, die durch die Kameras gefilmt wird, noch einmal wiedergegeben und nur Zusatzinformationen eingeblendet. Es geht also alles in allem nicht darum, die echte Welt für längere Zeit durch dieses VR-Headset zu ersetzen, sondern viel eher darum, in gewissen Bereichen für eine bestimmte Zeit den User bei bestimmten Aufgaben zu unterstützen. Ich bin extrem gespannt, wie das
das alles wird und ich hoffe einfach, dass es endlich zur WWDC soweit sein wird. Bevor es weitergeht, geht an dieser Stelle nochmal ein ganz großes Dankeschön raus an Bela, einem Tischler, mit dem ich zusammen meine Ausbildung gemacht habe und mit dem ich zusammen eine eigene MagSafe-Halterung für deinen Schreibtisch entwickelt habe. Die sieht nicht nur wunderschön aus und ist aus Nussbaumholz und Leder in Handarbeit gefertigt, nein, sie ist auch einfach praktisch. Dadurch habe ich persönlich auf meinem Schreibtisch mein iPhone einfach immer perfekt im Blick und es wird gleichzeitig auch noch aufgeladen und ich kann es problemlos wieder mit einer Hand entfernen. All das ist mit dem normalen MagSafe-Ladepuck allein leider so nicht möglich. Ihr findet unsere MagSafe-Halterung direkt unter diesem Video in der Videobeschreibung verlinkt. Schaut da auf jeden Fall mal rein und wenn ihr euch auf der Website für den Newsletter anmeldet, dann bekommt ihr auf eure erste Bestellung sogar nochmal 10% Rabatt. Sprechen wir auch noch einmal kurz über iOS 17, denn auch hier gibt es neue Informationen. Laut Mark Gurman wird es eine aktualisierte Sperrbildoberfläche in iOS 17 geben, die das iPhone in eine Art Smart Home Display verwandeln kann. Wenn man das iPhone nicht braucht und es zum Beispiel in horizontaler Ausrichtung an einem MagSafe Ladegerät platziert, soll sich dann eben dieses Interface öffnen und das würde auch bedeuten, dass wir zum allerersten Mal auf einem iPhone ein horizontales Sperrmenü sehen würden. Aktuell ist es ja so, dass der Sperrbildschirm beim iPhone immer vertikal ausgerichtet ist und dadurch würde es dann zum ersten Mal möglich sein, dass halt ein horizontaler Sperrbildschirm auf eurem iPhone angezeigt wird. Das Ganze wird dann in etwa wie ein Echo Show oder ein Google Nest Hub funktionieren und soll einfach diese Widgets, die wir auch aktuell schon von dem Sperrbildschirm kennen, nochmal ausweiten und so verschiedene Funktionen dann eben auf dieses vertikal ausgerichtete Display bringen. Außerdem sagt Mark Gurman, dass es auch weitere Verbesserungen für das Whoist-Netzwerk und auch für die Apple Wallet geben soll. Hier ist aber aktuell noch nichts Konkreteres bekannt. Und es wurde auch ebenfalls erneut davon berichtet, dass die Journal-App, also diese Tagebuch-App, über die wir auch schon gesprochen haben, definitiv mit iOS 17 kommen soll und sie dem User einfach dabei helfen soll, einen besseren Überblick darüber zu bekommen, was er im Alltag macht, wie er arbeitet, wie er seine Freizeit gestaltet und wie er das am Ende vielleicht auch alles in allem ein bisschen besser gestalten kann. Wer von euch vor kurzem die Keynote von Google verfolgt hat, der wird festgestellt haben, dass Google ja ein neues Tablet auf den Markt gebracht hat mit einer Art Dockingstation. Das heißt, wir haben jetzt wie ein Google Nest Hub, bloß eben mit einem abnehmbaren Tablet. Das Ganze ist ziemlich cool und Apple wird das Ganze vermutlich für sich übernehmen bzw. arbeitet an einem ähnlichen Konzept. Auch sie wollen ein günstiges Tablet auf den Markt bringen, was eben mit einer Dockingstation funktioniert und mit diesem gekoppelt werden kann. Und ich bin extrem gespannt darauf, wie sie das umsetzen, weil ich persönlich fände es natürlich am coolsten, wenn es eine Dockingstation geben würde. Quasi einen smarten Lautsprecher, der grundsätzlich schon mal quasi als HomePod funktioniert, der dann kompatibel mit allen oder zumindest den meisten iPads wäre. Einfach magnetisch dran gedockt und schon wird eben dann das iPad zu einem Display, das sehr gut in ein Smart Home integriert ist. Oder zum Beispiel auch sehr gut in eine Küche passt, wo ich dann verschiedene Anwendungen, verschiedene Widgets habe, um eben besser in meinem Zuhause arbeiten zu können. Ich bin sehr gespannt, wie Apple das umsetzen wird, aber ich finde es sehr cool, dass Google das jetzt schon mal gezeigt hat und ich sehe auf jeden Fall extrem viel Potenzial in diesem Konzept. Kommen wir als allerletztes noch zum M2 Ultra, denn hier sind jetzt einige Spezifikationen aufgetaucht, wie dieser Prozessor aussehen soll. Dieser soll insbesondere 24 CPU-Kerne, 76 GPU-Kerne und 192 GB RAM besitzen. Das ist wirklich ein vernünftiges Upgrade im Vergleich zum eigenen Vorgänge. Ich meine, der M1 Ultra hatte lediglich 20 CPU-Kerne und 64 GPU-Kerne. Ich persönlich gehe jedoch nicht davon aus, dass wir diesen Prozessor bereits zur WWDC sehen werden, sondern dass dieser dann möglicherweise mit einem neuen Mac Pro vorgestellt wird und aktuell glaube ich einfach nicht, dass dieser auch noch zur WWDC vorgestellt wird, einfach weil wir ja dieses riesige neue Produkt, das Mixed Reality Headset, erwarten und ich nicht glaube, dass Apple da so zwei große neue Produkte zu einem Event vorstellen wird. So Leute, das soll es von diesem Video auch schon wieder gewesen sein. Schreibt mir eure Meinung zu dem Ganzen gerne mal in die Kommentare, dann diskutieren wir drüber. Ansonsten vielen Dank fürs Zusehen und wir sehen uns wie immer im nächsten Video.